Hallo, da bin ich mal wieder, euer Marius. In diesem Video gibt es eine Zusammenfassung, so ungefähr der letzten 14 Tage. Und ich wünsche viel Freude dabei. Und los geht's. Hallo und willkommen bei Marius. Hello and welcome to Channel Marius. Heute ist der dritte Preiszug der Saison. Nachdem die beiden ersten ja eher suboptimal gelaufen sind, hoffen wir heute mal, dass es ein bisschen besser läuft. Ich denke, für uns ist es so eine Art richtungsweisender Flug schon für die Saison. Wir haben kaum bis gar keinen Wind. Ja, ein laues Lüftchen von Westen. Wolken mischt sich mit Sonne. Im Grunde ideales Wetter. Wer heute nicht kommt, der zeugt wohl von mangelnder Qualität oder schlechter Vorbereitung. Und das glaube ich bei uns auf keinen Fall. Well, it's third race of the season. The first and second race are mid-range and badly for us. So, weather is near ideal heute, today. And we hope it is a game changer. Well, we will see. So, dann bis später. Der erste ist da. Heute ist es mal der 687. Wie man sieht, der hat ein bisschen gekämpft, um nach Hause zu kommen. Trotzdem finde ich, ist überraschend früh da. Ich habe auch wie in der letzten Woche noch nicht damit gerechnet. Wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Aber der hat gekämpft, um nach Hause zu kommen, das kann man sehen. Mein Hübscher. Durst? Meine. Ja, für den ersten kann man ein bisschen Service machen hier, ne? Mal sehen, wie er im Feld liegt. Mir macht schon wieder ein bisschen Sorge, dass schon wieder so lange Pause ist. Mal schauen. Ich melde mich dann gleich nochmal wieder. So, das war die zweite Taube. Wollen wir mal sehen, wer es ist. Und? Okay. Oh, da kommt wieder einer. Ja, komm mal her. Nein, der ist noch am Fliegen. Da. Oh. Okay. Ich glaube, das war der 60, als vierte Taube. Leider mal wieder einige Minuten Abstand zur dritten. War es der 60?
Ach, der 14, ja gut. Also doch einer unserer alten. Vollbruder vom 16. Kommt wieder was? Und gleich hinterher die nächste. Was ich merkwürdig finde, ist, dass sie wieder alle aus der Richtung von letzter Woche kommen. Anscheinend zieht der Schwarm sie wohl darüber und nicht der Wind. Nun gut. Aber heute gibt es keine Ausreden. Ah, zwei sogar. Das Wetter ist so gut. Wer heute nicht kommt, kriegt ein dickes Minuszeichen angepinnt. Und wie viel haben wir jetzt da? 7 oder so? Mal wieder kein einziges Weibchen. Damit sieht es danach aus, als ob mit dem Reiseweibchen Schluss ist. Ich weiß nicht, warum die nicht fliegen. Die sind ja von ihrer Qualität her genau dasselbe wie die Witwer, sind ja die Geschwister dazu. Es muss also irgendwelche anderen Faktoren geben, die da nicht passen. Ja, ist dann halt so und dann werden wir das Experiment mal wieder beenden und reisen mit der Witwer weiter. So. Bis gleich. Oh, kurzer Zwischenbericht aus dem Jungtierschlag. Als achte Taube ist jetzt tatsächlich mal ein Weibchen gekommen. Die 46 ist da. Da bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Bis gleich. Ja, ein erstes Telefongespräch zeigt wohl, dass wir wohl wieder nicht bei der Musik dabei sind. Der erste war wohl noch ganz in Ordnung, aber dann waren die Abstände mal wieder zu groß. Ah, der 45. Ich werde natürlich noch das Ergebnis abwarten. Und mich dann später nochmal melden. Aber wie es aussieht, ist das wohl deutlich zu wenig heute wieder. Und ich verstehe nicht wirklich warum. Ja, ich melde mich dann später mit dem Ergebnis nochmal. Bis dann. Tschüss. Das Ergebnis war genau ein Preis. Ob wir weiter im Sumpf stecken bleiben oder schaffen, uns da irgendwie rauszuziehen, das erfahrt ihr jetzt beim vierten Preisflug. Was ihr seht, ist der 41 mit seiner Taube. Das letzte Mal, dass wir ihn gesehen hatten, war zum Einsetzen für den zweiten Vorflug. Das heißt, er war jetzt fast 4 Wochen unterwegs. Und nee, der hat es nicht alleine nach Hause geschafft. Ich konnte ihn gestern von 50 Kilometer Entfernung abholen. In 90 Kilometer Entfernung war er aufgelassen.
Und ja, in der Hand ist er fit. Das heißt, ich vermute, er hat wohl die meiste Zeit, die er unterwegs war, irgendwo bei anderen Schlägen drin gesessen. Finde ich jetzt nicht so das beste Zeichen, aber er bekommt natürlich noch seine Chance. Er ist ein Jähriger. Schon erstaunlich, wie es manchmal so geht. Tja. Heute ist Freitag. Die Wipfer stehen gerade eingekorbt unten in der Garage. Und er kann jetzt über Nacht mit seiner Täubin hier drin bleiben. Die übrigen Weibchen, also Witwerweibchen, befinden sich gerade in der Voliere draußen und sind am Baden oder gerade mit Baden fertig. So, einige wollten auch nicht. Naja, kann ja jeder selbst entscheiden, ne? Zum nächsten Mal, euer Marius. Hallo, wir haben aktuell den vierten Preisflug. Nachdem es in der vergangenen Woche ja leider noch mal wieder gar nicht gut lief, haben wir jetzt mal versucht zu handeln. Das heißt versucht, wir haben gehandelt. Und eine dreitägige Behandlung gegen Trichomonaden vorgenommen, die wir in der kommenden Woche mit nochmal 3 Tagen dann abschließen werden. Der heutige Flug geht über 335 Kilometer. Wir haben starken Westwind mit leichtem Nordwind, also Seiten mit leichtem Gegenwind sozusagen. Und erstaunlicherweise, also ich habe ein paar schon eingesperrt, aber erstaunlich ist, dass wir jetzt von unseren 10 Alten gerade mal 3 zu Hause haben. Aber gleichzeitig alle Jährigen zu Hause sind. Also wir hatten 10 Alte und 6 Jährige mit, 16 insgesamt. Die 6 Jährigen sind alle da und nur 3 von den Alten bis jetzt. Dabei sollte sich ja gerade die Erfahrung mal durchsetzen, aber das war wohl heute nichts. Ja, Ergebnis weiß ich noch nicht. Ich glaube, der erste liegt ganz gut mal wieder. Der 36, der bisher keinen Preis hatte. Der ist da hinten rechts. Wir gehen mal eben zu ihm hin. Er hatte als Jungtaube schon mal einen dritten Konkurs auf dem letzten Flug. Ist ein Halbbruder des 16. Und hat jetzt das erste Mal, ich sag mal, Preis wird auf jeden Fall haben. Was wir bisher so gehört haben, könnte er sogar früh sein. Aber naja, wir wissen halt nur von 2 Züchtern. Also ist noch ein bisschen unklar das Ganze. Ja, und ansonsten müssen wir abwarten. Er kam 6 Minuten vor den nächsten. Die nächsten 4 kamen dann innerhalb von einer Minute. So alle paar Sekunden einer. Und dann müssen wir mal schauen, wie es läuft.
Wie das Ergebnis ist, kann ich natürlich im Moment noch nichts zu sagen. Ja, dann wünsche ich erstmal wieder einen schönen Tag und kürze sehen wir uns wieder. Euer Marius. So, da bin ich mal wieder. Nachdem wir die ersten drei Flüge ja ziemlich suboptimal gereist sind, kann man wohl so sagen, hat sich die Trichomonadenbehandlung nun wirklich ausgezahlt, das muss ich schon sagen. Gut, dass wir das gesehen haben. Auch aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres, wo wir das erst gegen Ende der Saison gefixt haben und dann so später dran gegangen sind. Ich bin auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, denn vor der Saison waren die clean. Wir waren beim Tierarzt, wir haben alles getan, da war nichts. Zweimal auf den Vorflügen im Kabi und schon stecken sie voll mit dem Zeug. Es ist schon erstaunlich. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Tränken im Kabinenexpress nicht in Ordnung sind oder so. Nun ist es natürlich so, dass es nicht alle Züchter getroffen hat. Ich habe aber mal die Listen durchgeschaut und muss sagen, es sind doch einige, die den ersten Flug noch richtig gut waren und danach dann regelrecht abgestürzt sind. Nun muss das nicht alles dieselbe Ursache haben, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie sich im Kabi irgendwie was weggeholt haben und dann läuft es plötzlich nicht mehr so gut. So, ich gehe mal eben rüber. Gleich mal eben kurz zum Ergebnis des Fluges. Ich hatte ja schon gestern gesagt, der 36 war als erster hier. Und hatte ja die Hoffnung, dass er vielleicht sogar einen frühen fliegt. Und das hat sich auch bestätigt. Er fliegt in der Reisevereinigung den zweiten Konkurs. Mal gut, dass wir ihn haben, denn sein Vater ist ja nicht mehr bei uns. Den haben wir ja vor kurzem abgegeben, weil er nicht mehr befruchtet hat. Und das ist der einzige Sohn davon. Ja, und er kam jetzt mal als erster. Aber es ist nicht nur der zweite Konkurs. Wir wurden wirklich überrascht. Wir machen den zweiten, vierten, fünften, sechsten, achten, fünf Tauben bis zum achten Konkurs, ich kann es kaum fassen, nach diesem Saisonstart, wo es gerade mal ja, den ersten Flug, aua, hörst du auf, den ersten Flug so halb suboptimal und dann zwei wirklich schlechte Flüge. Und jetzt wird mal diese Leistungsexplosion. Da hat sich die Trichomonadenbehandlung wirklich ausgezahlt, muss ich schon sagen. Wir machen in der RV von 16,8 und im Regionalverband noch einen obendrauf von 16,9. Wobei der 9. im Regionalverband ist auch der 6. Jährige. Das heißt, alle Jährigen haben da Preis gemacht. Die nächste Überraschung. Leider nur 3 von den 10 Alten. Da frage ich mich jetzt natürlich auch wieder, was kann ich tun, um das mal ein bisschen anzustacheln. Ich werde mir da bis zum Wochenende noch mal was überlegen. Ja, und der 41, der wiedergekommen ist, man sieht, er erholt sich prima. Er wird aber noch 2 Wochen zu Hause bleiben, bis er wieder mitgeht. Er kommt auf dem ersten Zwischenflug mit. Wir haben jetzt 2 400er. Da bleibt er noch zu Hause. Ein Weibchen ist auch wieder gekommen, die 486. Die sitzt im Moment in der Garage. Anders als er hat die sich wirklich durchgeschlagen. Die kommt auch nie wieder in den Korb.
Aber die müssen wir erstmal wieder aufpäppeln. Er ist ja in wirklich guter Verfassung und alles. Das sieht bei ihr ein bisschen anders aus. Ja, und ansonsten warten wir auf den nächsten Flug. Taubensport ist schon eine verrückte Sache, muss ich sagen. Eine Woche Hü, die andere Woche Hot. Da warten sie wieder auf Nüsse. Ist da eine Nuss? Nein, da ist keine Nuss. Ja, die beiden stacheln sich auch so ein bisschen gegenseitig an. Das ist auch ganz gut. Jeder hat seine Seite und ab und zu geht der eine mal rüber auf die andere Seite und umgekehrt. Und dann prügeln sie sich einen Moment. Bis dann wieder Ruhe ist. So, mein Schlachtpartner kommt gerade und will die Witwerreich rauslassen. Deswegen mache ich jetzt Schluss. Einen angenehmen Tag wünsche ich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, wir sind nach dem vierten Preisflug. Genau gesagt einen Tag danach. Und ich muss mich erstmal entschuldigen. Und zwar bei unserem 708. Ich habe gesagt, der wird nie wieder Spitzenpreise fliegen. Da habe ich mich wohl getäuscht. This is our four years old 708. 3 or 4 weeks ago, I say he will never come as an early place in a picture race. So sorry, my darling, I went wrong. He came at 8th place in our little union. Well, the first 3 weeks on racing, not that good for us. We play badly. But on this fourth week, we make something about against trichomoniasis, and we have an explosion. One week ago, we make only one prize from 21 pictures. This week we make from 16 pictures 9 prizes, and starting with 2nd, 4th, 5th, 6th, 8th. Yo, only we are happy that we've seen this problem and fix it. So you hear my English is really bad, but I hope you can understand me. Yes. Now it goes in German. Bye. Bye bye. Kurzer Blick in den Zuchtschlag. Und ja, ich habe inzwischen eingesehen, dass da ist ein Weibchen. Habe ich gesagt, Zuchtschlag, Jungschlag.
Da weiß ich nicht. Also wenn ich morgen ohne Hände rumlaufe, wisst ihr Bescheid, ne? Oh, der Vogel da hinten wird sich gern mit ihr paaren. Und sie wohl im Grunde auch. So, jetzt sind wir aber im Zuchtschlag. Auch hier gibt es natürlich was Neues. Vor allem diese Schimmelfarbe hatten wir bisher noch gar nicht. Und das Jungtier ist auch noch aus dem 16. Was will ich mehr? Das wird das letzte Jungtier sein, das in diesem Jahr mit auf die Reise geht. Alles, was danach noch kommt, ist, ja, mal sehen, für die Zucht oder so. Mal gucken. Ja, das war ein kurzer Blick in den Zuchtschlag.